Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, the Complete Journey. Ja, da ist einiges passiert zum Ende des ersten Spielteils. Ja, ich nenne es einfach mal so. Und wir finden uns jetzt, wie es aussieht, bei Doc zu Hause. Ich habe es schon länger nicht mehr aufgenommen und ja, eigentlich wollte ich jetzt erst wieder nach den Feiertagen aufnehmen, nur ich hab nachgezählt, ich habe ein paar wenig Folgen aufgenommen. Deswegen kommt heute eine kleine extra Aufnahmesession von meinen Spielen für mich. Aber ihr kriegt ja eh nacheinander. Ich möchte nur nicht, dass ihr eine Folge, einen Tag ohne Folge habt oder so. Und ich habe heute Zeit, deswegen nehme ich heute auf. Und dann wollen wir uns halt erstmal umgucken. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen wollten. Fragen wir mal Doc vielleicht, was was wir machen sollten. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Na, er doch nicht. Werkzeugkasten da wahrscheinlich, oder? Aber wir haben auch einiges anderes hier. Zum Beispiel, manchmal, wir sind im zweiten Teil. Hier müsste man, glaube ich, Sachen sammeln. Aber ich weiß nicht was. Ah, irgendwas Interessantes? Haben wir sonst irgendwas eigentlich überhaupt noch irgendwas an? Ah, einen Knopf, den drücken wir mal. Aha. Okay, und da ist doch ein Knopf. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Nochmal drauf folgen? Ja, irgendwie gar kein Wasser oder verbraucht das Wasser gerade so? Weil, ja gut, Deponia, nicht viel sauberes Wasser, ist ja ganz normal. Und Rufus hat sich die Hände gewaschen, wann denn das bitte? Ah, eine Toilettentür. Ich habe es einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. Er macht es wenigstens nicht, wenn sie auf Klo sitzen, aber ups und so weiter. Ja, gut, den Vogel können wir nicht anquatschen. Dann sprechen wir mit Oma Utz. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer? Naja, nicht. Er ist, du kannst so lange. Ich doch. Okay, sie können wir nicht ansprechen. Gut, dann gehen wir einfach in die Werkzeugkiste. Oh, ein Stromumkehrer, den wir ja schon lange nicht mehr gesehen haben. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Oh oh. Wer Ruß vertraut, den hat das Glaube verlassen. Da ist der Hammer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Nein! Was? Die Rufus! Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Was? Rufus ist vorsichtiger? Der arme Vogel! Bitte befreien wir ihn. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Auf mich auch. Was macht das? Rufus und brutal? Niemals. Was macht er hier? Nein, der Vogel! Wir müssen ihn retten! Schnell, retten wir den Vogel! Scheiße! Nein! Ich hoffe, dein junger Freund kommt meinem Opfi-Pieps nicht so nahe. Das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Welchen Der würde Rufus deinem kennst du bitte? Opfi-Pieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Wer ist bitte der Rufus, den du kennst? Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfi-Pieps nichts antut? 100%. 100% daneben. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Ups. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Warum kann ich den Vogel nicht rausholen? Oh, ich krieg noch mehr Schläge. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Ja, wie sollen wir die Sicherung durchbrechen, wenn schon keine Sicherung mehr existiert? Ich habe Angst. Ich will die Spülung nicht betätigen. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Oh oh. Och, Er holt Rufus! doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Zu viel. Nimm den Hammer, Kann los. sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach.
Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Deine arme Hand. Und Rufus' arme Hand. Wie löschen wir es? Wir brauchen Wasser. Werkzeugkasten. Was machen wir denn da am besten? Haben wir irgendwelche Objekte? Wir haben sogar noch was. Tischdecke. Die haben wir gerade eingesammelt. Und Stromumkehrer. Vielleicht können wir damit das Feuer ausmachen? Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Ich hoffe, du hast recht. Versprichst du mir? Okay, das sehen wir nochmal. Wie kriegen wir den Vogel da raus? Und du bist sicher, dass er weiß, was er tut? Auf mich wirkte er so, als wäre er zu dumm zum Knöpfe drücken. Das täuscht. Rufus ist ein Bastler, wie ich. Er kennt sich blendend mit jeder Art von Maschine aus. Try-and-Error-Prinzip kennt er vielleicht. Und du bist sicher, dass... Rufus erkennt sich... Okay, das ist auch nicht... Ich will die Spülung nicht betätigen, aber ich kann nichts anderes hier tun. Dieses doofe Spiel. Nein, wieso? Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Was mache ich denn bitte jetzt? Nochmal versuchen. Okay, wir sind hier irgendwie falsch, glaube ich. Was kann ich denn sonst machen? Kann ich hier gehen? Nö. Was mache ich denn am besten? Jetzt werde ich die Spülung betätigen. Nein. Ich habe irgendwie Angst, was passiert. Und irgendwie kann ich nichts anderes machen. Werkzeugkasten? Ach, zumachen. Toll. Feuer. Okay. Ich bin leicht verwirrt. Vielleicht können wir das... da von mir kombinieren? Du bist sicher, dass... Das Grobe erkennt sich. Wenigstens wissen wir, dass das falsch ist. Vielleicht können wir den... Vielleicht können wir damit da reingreifen? Er ist also vorsichtiger als früher. Ja. Er hat endlich angefangen, aus seinen Fehlern zu lernen. Wer? Vielleicht mit dem Stromumkehrer? Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt die Spülung betätige? Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Ich habe Angst, dass der Opfipieps überhaupt nur noch trinken kann. Wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Na, seid ihr euch da sicher? Vielleicht jetzt das da? Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Juh. Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Jo, der Vogel lebt. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Oh. Okay. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. Ich wollte ihn noch retten. Da müssen wir den Knopf drücken. Tut mir leid. Oh nein. Das hat mich gerade erschreckt. Was mache ich mit der Tischdecke? Vielleicht so. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Sollen wir den Vogel da rausholen? Oder auch nicht? Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Spülkopf, Spüle, Knopf. Spüle? Ne, da ist der Vogel wieder zu. Sogar doppelt. Drücken wir den Knopf nochmal. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache. Meinem Opfipieps passiert nichts. Oh. Versprochen. Ah,
Ich will das nicht tun. Dieses Spiel ist böse. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Nein, nein, überhaupt nicht. Er ist böse. Genau wie das Spiel. Aber wir können das Feuer wenigstens löschen. Nein, das Feuer löschen! Holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Oso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Ah. Genau. Rufus, das Feuer, mach es aus. Rufus, stopp, halt. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran! Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Fallbeil? Wo? Wo ist ein Fallbeil? Gut, also haben wir einen neuen Bildschirm und können nicht zurück. Gut. Ich sehe hier wieder kein Objekt, was man sammeln sollen könnte. Gucken wir uns erstmal alles an, was wir so haben. Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht? Oh Himmel. Okay, als zweites, das habe ich schon was verpasst. Vielleicht fängt es da an. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Na, tolle Wissenschaft. So, okay, das ist Part 1, der Bunsenbrenner. Das erste Ziel öffnet den Garten. Ist es nicht okay. Meine hatten wir auch schon. Was haben wir sonst noch so hier? Eine Vase. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Aha. Das habe ich noch nie gehört. Ich berechne es immer selber auf Papier. Was haben wir sonst noch so da? Da muss noch was, oder? Nee, das da oben ist also auch eine Pfanne. Das ist ja gut zu wissen. Es sind sehr viele Pfannen hier. Feuerwerkskörper. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Aha, gut. Sonst noch was hier, was ich vergessen habe zu finden. Den Blasebalg? Den Himmel, okay. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Ja, mal Daumen pingeligst. Gegensätze ziehen sich an, oder? Elysium, ich komme. Haben wir nicht mehr viel. Vielleicht die Guillotine. Ach, da ist das Bias, habe ich zuerst gar nicht gesehen gehabt. Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Da hat er recht. Was sagt er denn sonst so? Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Ja, wie denn, wenn du weg bist? Du wirst es erleben. Ich werde nach Elysium gehen. Hör auf, Rufus. Das Einzige, was du erreichen wirst, ist ein spektakulärer Selbstmord. Keine Panik, ich habe alles berechnet. Spektakulär wird's sicherlich. Das heißt also, es aktiviert sich alles, wenn ich hier unten auf den Mechanismus drücke, des Blasebikes drücke.
Und sonst haben wir uns eigentlich alles hier angeguckt. Dann würde ich mal sagen, ich stehe gerade irgendwie auf dem Cliffhanger. Deswegen würde ich mal sagen, ich beende die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch das nächste Mal gefallen. Ich bin auch wieder gut drauf. Ich hoffe, es hat euch diesmal wieder gefallen. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play the Pony, also Complete Journey. Bis dann, Leute. Ciao.